Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu einem weiteren Video für dich, die Liebe, und zwar Liebesrausch. Wer hält dich im Liebesrausch? Was war, was ist, was wird? Der Liebesrausch für den Skorpion. Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version, diese findest du hier unten. In der Infobox drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Liebesrauschen für den Skorpion. Was war? Was war? Liebesrausch für den Skorpion. Zweites Chakra. Und die denkende, grübelnde Frau. Noch eine Karte bitte. Was war? Liebesrausch für den Skorpion. Noch eine Karte. Was war? Eine Zeit, die du niemals vergisst, niemals vergessen wirst. Kamen noch zwei Karten. Denn es ging erstmal darum, dich selbst durch oder mit dieser Person besser kennenzulernen. Es ging um die Leidenschaft. Es ging um viel Schreiben. Es ging um Gedanken niederzuschreiben, damit du sie besser sortieren kannst. Auch geht es darum, Verhalten besser zu verstehen, sei es deine wie die deiner Person. In der Vergangenheit wurdest du, lieber Skorpion, mit einem gebrochenen Herzen zurückgelassen. Doch aus diesem gebrochenen Herzen heraus solltest du deine ganz persönliche, eigene, große Pforte öffnen können zur Heilung all des vergangenen Schmerzes und dein Glück darüber wiederfinden. Sehr interessant, lieber Skorpion, du hast sehr, sehr viel mitgemacht an emotionellen Schmerz. Es geht darum, dass du in der Vergangenheit so geliebt hast, dass diese Liebe noch heute andauert. Das, was war, du wusstest genau, dass es das Richtige war zu erleben mit dem für dich richtigen Menschen. Doch aus dem einen oder anderen Grund ging die Verbindung, die Beziehung zu Bruch. Denn das Vertrauen hat gefehlt. Und über das fehlende Vertrauen war nicht genug Motivation und Engagement da, um die Beziehung am Laufen zu halten. Auch gut möglich, dass du betrogen wurdest. Und eine Third-Party-Situation noch mit dabei war. Dein Partner, Partnerin sich Anerkennung im Außen geholt hat. Ich höre auch sehr, bei manchen war es eine sehr voyeuristische Energie, die entdeckt wurde, die nicht gut getan hat. Und
Vielleicht, lieber Skorpion, hast du in der Vergangenheit, anstatt zu sprechen und zu handeln, aktiv zu handeln, zu viel dem Außen und der Person, die in deinem Herzen war und immer noch ist, zu viel Freiraum gegeben, immer nur auf diese Person geschaut hast, auf sie reagiert hast und dich das vom Eigentlichen, vom Wesentlichen abgehalten hat. Die Chance zu sprechen wurde vertan, wurde nicht Ich glaube nicht, dass du sie nicht gesehen hast, lieber Skorpion, sondern ich glaube, du hast die Chance willentlich nicht angenommen. Du hast etwas erfahren, was dich damals, hast du etwas erfahren, was dich heute noch leiden lässt, tief innen. Auch fragst du dich, warum überhaupt alles so gekommen ist. Die Chance, die du meinst, verpasst zu haben, nach wie vor heute noch, diese ist nicht verpasst, lieber Skorpion. Du hast jederzeit die Möglichkeit, das richtig zu stellen, was du für richtig und wichtig hältst. Auch geht es darum, Mut zu fassen, in die Zukunft zu blicken und das, was nicht stattgefunden hat, stattfinden zu lassen. Warum ist das geschehen? Warum ist das geschehen? Und du hast so einen Drang heute noch, nach wie vor, dieser Person, mit der du im Liebesrausch warst, immer noch innerlich bist, mitzuteilen, wie sehr es, die Situation, diese Person dich verletzt hat, was dich daran verletzt hat. Es ist so ein Kommunikationsbedürfnis da von deiner Seite. Ja, es wurde über dich entschieden, es wurde über dich gerichtet und das ist das zentrale Thema. Eben dadurch, dass du nicht aktiv gehandelt hast, nicht von dir heraus die Wahrheit gesprochen hast, deine Wahrheit, sondern reagiert hast auf das, was auf dich zukam, ist das Herz natürlich noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Es ist, als hätte diese Person dir die Zulaufvenen deines Herzens ausgerissen. Es ist, als wäre dein Herz seitdem nicht mehr pulsierend. Immer noch gebrochen, obwohl es sich so sehr nach dieser Person sehnt. Diese Person hat dir etwas genommen. Doch die Selbstvorwürfe, dass du es zu leichtfertig gegeben hast, ich denke, sie sind nicht gerechtfertigt, denn die Menschen, vor allem in der Liebe, nehmen das, was du ihnen gibst, bereit bist zu geben. Die Bedingungslosigkeit
mit der du geliebt hast, die du heute als naiv empfindest. Liebe aus Gottes Energie heraus, der Bedingungslosigkeit, hat dich dazu gebracht, noch mehr zu geben, weil du dir dachtest, es war nicht genug. Doch genau darum geht es. Schau dir die Situation an von deinem größten Schmerzpunkt aus. Was ist es, was dich so enttäuscht hat? Nach wie vor enttäuscht. Welche Erwartungen hast du reingelegt in die Zukunft, damals? Das Wort Enttäuschung. End-Bindestrich. Täuschung, damit du wieder klar sehen kannst. Diese Liebe mit dieser Person ist noch nicht beendet, diese Verbindung, so lange nicht, bis du hier durch dieses Tor mit erhobenem Kopf durchschreitest. Den Wert erkennst, was du gegeben, geschenkt hast, was du bist, was diese Person durch dich hoffentlich gelernt hat. Du würdest jederzeit wieder diese Person mit offenen Armen empfangen. Für diese Person bist du bereit, die beste Version deiner selbst zu sein. Du bist da. Doch frage dich, warst du es auch wirklich damals? Die offene Wunde in dir, an die du fast täglich erinnert wirst und wo du dich fragst, wann endlich hört dieser Schmerz auf? Die Sehnsucht, im Liebesrausch zu sein. So viele Fragen. Heute wie damals. Auch zu erkennen, ich bekomme wieder meinen Reizhusten, auch zu erkennen, lieber Skorpion, dass du damals schon wahrgenommen hast, doch es nicht für wahr haben wolltest. Du fragst dich, wie kann ich das im Hier und Jetzt, im Heute verbinden, verbessern, zurückholen, besser machen? Wie kann ich meine Hand ausstrecken, auf dass sie nicht ausgeschlagen wird? Wie kann ich finden, wonach ich suche? Umso mehr du denkst und umso mehr Emotionen über dieses Denken kreiert werden, umso weniger schreitest du im Heute voran, lieber Skorpion. Es hält dich fest von deiner
Liebe, es hält dich ab, dich weiterzuentwickeln. Es hält dich ab, deinen Blickwinkel zu weiten. Und vor allem hältst du dich selbst ab von deinem eigenen Transformationsprozess. Manchmal, lieber Skorpion, muss man nicht alles verstehen. Manchmal muss man nicht allem auf den Grund gehen, sondern einfach annehmen und versuchen, es heute anders zu machen, adäquater in deinem heutigen Seinszustand. Du versuchst telepathisch Kontakt aufzunehmen mit dieser Person, die dich im Sinnes- und Liebesrausch hält. Wie viele Jahre hält dich diese Liebe schon gefangen? Doch wie ich immer so schön sage, Liebe lässt frei. Befreie dich. Es ist, lieber Skorpion, ich bekomme ein Bild, wie wenn jemand am Traualtar steht, wie bestellt und nicht abgeholt, und zum Zeitpunkt der Vermählung der gewünschte Partner nicht erscheint. Das ist Festhalten am Schmerz, am Alten, auf das Hoffen, dass dir das zurückgegeben wird, was dir genommen wurde. Doch, du willst doch die Vergangenheit nicht zu deiner Zukunft machen, oder? So unbequeme Situationen hast du selten erlebt, lieber Skorpion. Doch es wendet sich mit der Sonne alles zum Besseren. Du hast die Möglichkeit, den Liebesrausch, den wahren Liebesrausch zu erleben, wenn du abrückst von den Erwartungen, die dich illusorisch die Täuschung in deinem Inneren wieder und wieder aufleben lässt und du einfach bereit bist, mit viel Leichtigkeit und Integrität von vorne anzufangen. Denn in diesem Liebesrausch war eine sehr, sehr große spirituelle Lernaufgabe für dich drin.
ob diese Person wiederkommt, wie sie wiederkommt und was daraus wird, das schauen wir uns im Extended an. Ich warte auf euch. Bis gleich. Ciao.